Ja, hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 11. Spieltag. Für uns geht es am Sonntagmittag um 13.30 Uhr zum Hamburger SV. Stand jetzt werden uns rund 2000 Clubfans begleiten. Und genau über die Partie wollen wir jetzt sprechen. Dazu begrüße ich alle hier anwesenden Medienjournalisten, die hier vor Ort sind, die, die uns digital zugeschaltet sind, die Clubfans und natürlich unseren Trainer Miroslav Klose. Wer möchte heute beginnen? Marco Wertzinger für die Bild. Haben wir das Mikrofon? Perfekt. Hallo, Herr Klose, grüß Sie. Englische Woche, da stellt sich natürlich auch die Frage nach dem Personal. Wie sieht es aus? Gibt es Ausfälle nach dem Pokalfight oder und auch bei Suarez, ist der wieder fit, möglicherweise für Sonntag? Ja, glücklicherweise nicht. Alle sind fit, einsatzbereit, waren auch alle auf dem Trainingsplatz gestanden und auch Danilo. Wolfgang Lars für NN.de. Das heißt, Sie haben die Qual der Wahl. Waren jetzt einige Spiele, es sind noch zwei in 5 Tagen. Denkt man über Rotation nach? Denkt man darüber nach, auch frische Kräfte zu bringen? Oder vertraut man jetzt einfach dieser eingespielten, gut harmonierenden Mannschaft? Beides. Das sind immer Überlegungen, die wir haben. Natürlich, wenn wir in erster Linie in Kader nehmen. Und ich bin froh, dass wir aus dem Vollen schöpfen können. Das sind unsere Überlegungen. Natürlich gilt das, dass du den Spielern auch zu vertrauen. Aber wir wissen auch, dass wir nachlegen können und nachlegen werden. Und es kommt natürlich darauf an, wie die Jungs das natürlich machen. Ja. Wir sind es jetzt nicht unbedingt gewohnt. Wichtig ist, dass wir englische Wochen auch körperlich ausstehen können. Das können wir mittlerweile und das ist schön. Und switchen können wir auch, weil wir, wie gesagt, Qual der Wahl haben bei den Spielern. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Chris Bichedo für den Kicker. Guten Tag in die Runde, Herr Klose. Sie haben gesagt, mittlerweile können wir das. War das am Anfang? Konnten Sie es, kann man davon ausgehen, dass man es nicht konnte, weil zu viele Spieler auch noch angeschlagen waren oder irgendeinen Rückstand aufholen mussten? Ja, angeschlagen oder verletzt, Nachholbedarf, das meine ich damit. Und jetzt mittlerweile können wir jetzt mal den langzeitverletzten Tim jetzt mal ausgenommen, können wir wirklich auf viele Spieler zugreifen und das ist schön. Und ich glaube, das allgemein zeigt auch so ein bisschen die Situation. Das ist oft so, wenn es nicht so läuft, dann kommen die ein oder anderen Wehwehchen immer mehr dazu. Mittlerweile spielen wir anders, fühlen uns anders, eine gewisse Euphorie ist da, dann ist es auch klar, dass du mehr Spieler zur Verfügung hast. Die direkte Nachfrage von Chris. Eine Frage, Forkel ist ja auch wieder mit dabei? Nein. Nein. Was hat der eigentlich? Das ist muskuläre Probleme oder? Genau, muskulär und dann auch ein bisschen im Knie, das wird noch ein bisschen länger dauern. Wolfgang Lars für NN.de. Die Frage ist Ihnen wahrscheinlich jetzt schon ein paar Mal gestellt worden in den letzten Tagen, aber viele Leute fragen sich tatsächlich, was ist mit dem ersten FC Nürnberg in der Länderspielpause passiert? Haben Sie persönlich schon eine Erklärung, warum es jetzt seit dieser Pause so gut läuft? Ja, man kann viele, viele Gründe haben. Wir, auch in der Zeit, wo es nicht so gut gelaufen ist, haben wir trotzdem Dinge gesehen, die wir gut umgesetzt haben. Es sind im Training, das ist für mich die Hauptsache, dass wir ein gewisses Niveau im Training auch haben. Ja, und da ein kleines Beispiel zu nennen, jetzt, wenn unser Trainingsniveau nicht so gut wäre und nicht so hoch wäre, könnte jetzt Berkay Yilmaz nie 90 Minuten auf dem Platz stehen. Ja, das zeigt, dass wir da auch so wie angedacht lange und viel mit den Spielern auch arbeiten, auch in dem Level. Und das ist einfach schön. Ja, wir verbessern uns täglich, das habe ich oft genug auch gesagt. Natürlich ist es schöner, wenn es dann irgendwo auch in Ergebnisse ummündet oder in das Spielerische, so wie es jetzt momentan der Fall ist. Es ist immer schön, aber ich betone auch nochmal, der Weg ist noch nicht zu Ende. Wir wissen auch, dass wir an Sachen noch arbeiten müssen und arbeiten werden. Und ja, da bin ich auch glücklich drüber. Marco Wertzinger für die Bild. Das Spiel in Hamburg ist auch das Duell der beiden besten Offensiven. Hamburg hat 24 Tore, der Club 23. Darf man wieder mit einem Spektakel rechnen, so wie zuletzt gegen Regensburg? Oder ja, oder mit was für einem Spiel rechnen Sie?
Spektakel wäre schön, wenn beide Mannschaften ein Spektakel bieten. Ja, wir wissen, beide Mannschaften unter der Woche natürlich Pokalspiel gehabt. Da müssen wir sehen, wie es letztendlich das Spektakel wird. Aber wenn ich die Spieler vergleiche auf beiden Seiten, da kann man schon davon ausgehen, dass es ein Spektakel wird. Aber Fußballspiele, da weiß man nicht, in welche Richtung es gibt. Chris Bichele für den Kicker. Das ist ein Spektakel, ja. Gegentore ist der HSV auch relativ anfällig. Wie sehr spielt Ihnen das in die Karten, dass Schonlau und Meffert gesperrt zusehen müssen? Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es uns in die Karten spielt. Es sind, glaube ich, zwei wichtige Spieler, die im HSV fehlen. Aber kommt darauf an, wie sie die ersetzen. Es kann eine Chance für die anderen sein, da reinzuspringen und auf sich aufmerksam zu machen. Aber das, was ich die letzten Wochen auch gesagt habe, wir müssen viel bei uns bleiben. Ja, viele Sachen, was wir richtig machen, versuchen nochmal immer wieder aufs Feld zu bekommen. Das waren richtig gute Sachen gegen Hoffenheim dabei. Und das ist die Herausforderung, das genauso in Hamburg umzusetzen. Gibt es weitere Fragen? Wolfgang Lars für NND. Julian Justvorn hat von einer guten Phase gesprochen. Sehen Sie es ähnlich oder vertrauen Sie der Mannschaft, dass sich dieses Niveau tatsächlich auch schon über einen längeren Zeitraum halten kann? Ja, das ist auch das Schwierige im Fußball, Sachen dann auch wieder zu bestätigen. Und ich würde mir wünschen, wenn die Phase länger geht, dann mache ich gern Hehl draus. Aber wie gesagt, das liegt viel an uns. Ja, wenn wir die Leichtigkeit wieder haben und zu unserem Positionsspiel finden, dann glaube ich, können wir richtig aufmerksam auf uns machen, auch in Hamburg. Ja, aber das weiß man nie. Ja, das sind Phasen im Spiel und wir werden auch gegen Hoffenheim auch viel gegen den Ball vielleicht arbeiten müssen. Und ausschlaggebend ist, was machen wir, wenn wir den Ball haben. Ja, das wird entscheidend sein. Wolfgang, nochmal. Es sind nur 2 Punkte Rückstand auf den HSV. Kann man da jetzt von einem Spitzenspiel, von einem Topspiel sprechen, von einem Verfolgerduell? Wie ordnen Sie diese Konstellation ein? Konstellation, das ist so, dass es 2 Punkte sind, aber die Liga, die ist so eng zusammen. Also wenn man sieht, wie viele Punkte wir nach oben haben und genauso nach unten, das ist spannend. Jeder kann gegen jeden gewinnen, das hat man die Saison auch schon gesehen. Und ja, das ist unsere Herausforderung in Hamburg. Wir wissen, wie die letzten Jahre da war. Und wir wissen auch, dass wir, glaube ich, immer oder oft 3 Tore auch bekommen haben. Also da, das sind so Sachen, das wissen wir, müssen wir auch im Kopf haben. Aber darauf freuen wir uns. Ja, weil wir auch die Saison auch gezeigt haben. Jetzt, egal was in der Vergangenheit, es ist ein neues Jahr. Wenn ich jetzt nur Fürth und Schalke mal anspreche, das ist jedes Spiel, fängt bei 0-0 an und wenn es so bleibt, nimmst du zumindest mal einen Punkt mit. Damit scheinen wir soweit doch noch nicht alle Fragen beantwortet zu haben. Das Triple jetzt. Sie waren hörbar gerührt nach dem Spiel in Hoffenheim, in Sinsheim, was auch die Fanresonanz anging. Also 10.000 in Sinsheim an einem Mittwochabend, jetzt haben Sie 2.000 mit nach Hamburg. Was macht das mit Ihnen? Sie haben gesagt, Sie sind sehr stolz, Trainer eines solchen Traditionsvereins zu sein. Haben Sie da irgendeine Begründung dafür, warum Sie diese Gefühle hegen, also warum es Ihnen so nahe geht? Ja, sicherlich. Also erstens, ich hole ein bisschen aus, also selbst Fan war und auch auf Auswärtsfahrten mitgereist ist und das war immer ein schönes Spektakel und ich habe es letzte Mal gesagt, ich lebe in Bildern und in Erinnerungen und wenn ich mir die Bilder wieder von, wo ich ein kleiner Junge war, und immer mitgereist bin, wenn ich die wieder hervorrufe, dann sind das halt solche Momente, die mich halt am Fußball faszinieren. Deswegen mache ich auch den Job. Und ich habe auch meine Spieler angesprochen. Ja, die sehen das auch alles. Ja, es waren jetzt 10.000 oder 8. Ich weiß nicht, wie viel es waren, aber es waren halt wirklich viel. Und das, was wir am Anfang betont haben, ist, wir wollen, dass der Club wieder Spaß macht. Und ich glaube, wir gehen in die richtige Richtung, ja, und die Fans, die haben ein richtiges Gespür dafür, ja, und das ist halt das Entscheidende. Und bei uns läuft es in die richtige Richtung und die Fans honorieren das, auch wie sie die Mannschaft gefeiert haben nach dem Spiel, weil genau wir das auf den Platz gelassen haben, was den Club halt auszeichnen soll.
Ja, und das war der Fall und deswegen war ich emotional, ja, gerührt und habe dann diese Worte gewählt. Ja. Wolfgang nochmal. Ich sprach doch nicht die Letzte. Okay. Ihre längste Auswärtsfahrt als kleiner Bub? Die war weit. Ich bin auch hoch in den Norden gereist, ja, mit dem Bus. Das schon, ja. Im ersten FC Kaiserslautern damals, genau. Dann, ja. Das heißt, der Freitag wird dann für Sie auch ein hochemotionales Spiel. Mit Familie, mit Freunden, auch im PKW. Jetzt nicht unbedingt mit dem Bus, sondern privat. Ja, habe mich schon damals für Fußball begeistert. Ja. So, dann scheint jetzt aber alles beantwortet zu sein. Oh nein, digital haben wir jetzt doch noch die Hand oben. Martin Murawek für die dpa. Kein Ton. Leider nicht. Alternativ vielleicht die Frage kurz in den Chat schreiben und dann liest hinten jemand vor. Dann warten wir einmal kurz. Was halten Sie vom emotionalen Schreibfehler. Was halten Sie vom emotionalen Steffen Baumgart? Ist der emotional, ja. Also ich finde, der ist halt authentisch. Ja. Er verstellt sich nicht und er ist emotional und das ist auch schön, das habe ich jetzt auch gerade eben beantwortet. Das macht halt Fußball. Ja. Das ist auch das Schöne. Ich durfte bei ihm ein paar Tage sein, wo er noch in Köln Trainer war. Und da haben wir schon eine Bindung, eine Beziehung in ein paar Tagen aufbauen können, weil das ist halt genau meins. Also er ist, was hat ihm einfach angesehen, er ist authentisch. Und nicht nur, dass er ein sehr, sehr guter Trainer ist und viel schon erlebt hat, das macht halt einfach Spaß, bei ihm an der Seite zu stehen und zu lauern. So, jetzt scheint es aber wirklich keine Fragen mehr zu geben, dann jetzt der dritte Versuch, die PK zu beenden. Wir bedanken uns für das Interesse, wünschen allen einen schönen Tag und freuen uns auf die Partie am Sonntag. Dankeschön. Vielen Dank.